Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry 2. Wir sind ja gerade hier mit unserem Bus hier wieder angekommen und unserer tollen Stadt, nachdem wir hier unsere Mission für die UFLL gemacht haben. Gott, war das eine tolle Mission. Sie haben mich einfach um meine Malaria-Medikamente gebracht. Wieso ich diese scheiß Mission angenommen habe, weiß ich bis heute nicht. Egal. Machen wir jetzt also eine Mission für die APR. Vielleicht kriegen wir dann doch noch was ab hier. Von der Medikamentenzeug, das ich hier hops gehen habe lassen. Ja. Wo waren die Jungs? Die waren... Ah, die sind ja direkt hier, okay. Also APR, dann UFL. Pui, ihr macht mir meine Medikamentos kaputtos. Also gehen wir hier lieber... Hier ist der Eingang, oder? Ich finde schon einen. Gib mir Taschen lassen. Hey, ich habe vielleicht was für Sie. Du hast was für mich. Kein Auftrag von Major Tambosa heute, aber vielleicht habe ich ja was. Vielleicht hast du das oder hast du es nicht. Also es hast was, weil es gibt da nichts. Hält jemanden in der Brauerei gefangen. Keine Ahnung wen, aber von hier ist er nicht. Er könnte wichtig sein. Aber das ist mir erzählt, jetzt erzähle ich es Ihnen. Okay, also ich soll zur Brauerei. Das war doch das Ding hier auf der anderen Seite von dem Wasser, oder? Jo. Also dann gehen wir mal hin. Und da dürfen wir anscheinend jetzt einen befreien. Vielleicht hat der mal ein paar neue Medikamente für mich. Nachdem ich hier diese tollen UFLL-Dinger in die Luft gejagt habe. Scheiße, ich hätte euch mit dem Auto da fahren können. Ah, egal. Gehen wir halt zu Fuß. Ist ja Gott sei Dank nicht allzu weit. Dann trainieren wir den wenigstens mal so ein bisschen. Rop, 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 rop. Ja, auch wenn er wieder nach 20 Meter wieder aufhört zu laufen. Ja. Und dann hier gegen behinderte Schilder läuft, ey. Was ist denn das? Was ist denn hier nicht erlaubt? Es sind Waffen nicht erlaubt. Waffen nicht erlaubt und Waffen nicht erlaubt. Ich hab vergessen. Waffen nicht erlaubt. Okay. Ist ja egal. Ist ja nicht so, dass hier einer mit Waffen rumrennen würde hier in diesem Dorf. Na egal, nehmen wir uns unser Holzbrot hier wieder, das hier anscheinend hier einem wunderbar zur Verfügung gestellt wird. Flop. Und fahren mal rüber. Wie ging das jetzt halt hier? Genau, hier wieder durch die große Schneise durch. Und mit der kommen wir eigentlich direkt, also voll direkt dahin, wo wir hinwollen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und schade, dass diese Karte nicht so ein bisschen angepasster ist hier, diese mittlere Entfernungskarte. Dann könnte man viel besser sehen, wo man überhaupt langfahren muss. Na gut, aber ich glaube, diesmal muss ich auch aufpassen hier wegen diesen anderen Schiffen, weil wenn die wieder so behinderte Granatwerfer drauf haben, dann das tut immer so weh an diesem Schiff. Das ist total uncool und wenn ich ins Wasser fahre, dann kann ich mich auch nicht mehr verteidigen. Das ist noch viel uncooler. Aber das ist geradeaus. Ich glaube, das könnte sogar schon die Brewery sein. Oh, da fährt ein Schiff. Fahr schön da drüben weiter, Schiff. Und lass mich bloß in Ruhe. Fährst du da schön lang und so weiter? Ja. Und nee, du drehst da nicht um. Nee, du drehst nicht um. Bisschen, aber ich glaube, ich fahre mal ein bisschen außerhalb daran. Ich glaube, da direkt reinfahren ist nicht die super Idee. Damit könnte ich mir gut ein eigenes Grab schaufeln, glaube ich. So. Ah, die haben sowieso so einen lustigen Steg. Ja, dann lege ich doch einfach an dem Steg an. Bin ich dran? Ja, ich zieh's so aus, als wäre ich dran. Okay, also einmal hier rauf. Ist hier auch so ein Granatding? Hier ist ja auch so ein Granatding. Oder dann mache ich jetzt den Trick. Das Ding in Position bringen. So. Und jetzt fange ich das Amoklaufen an. Hahaha. Ihr habt da oben nichts zu melden. Ich baller den ganzen Wald hier weg. Habe ich es langsam? Ach, hier steht schon wieder einer unten, oder wie? Nein, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Komm, wo sind noch mehr? Ich sehe euch halt nicht. Oh ja, das ist überhaupt nicht cool, was hier jetzt wieder abzieht. Das ist mit dem Mörser habe ich jetzt nicht gerechnet. So, aber erstmal hier rüber. Und schnell das Ding hier rausziehen. Hoffentlich. Ah, Nagel! Wollen sie einen auf Wolverine machen oder was? Oh, die wissen schon wieder, wo ich bin. Das ist überhaupt nicht cool. Ah, Spritze gerade noch so reingedrückt bekommen. Okay. Hier hinter auch nochmal eine Spritze. Komm, Spritze. Hat es gar nicht.
Okay, aber woher kommen die denn? Das würde mich echt mal interessieren. So. Schießt mir mal einen nach dem anderen ab hier. Wo sind hier noch mehr? Da ist noch einer. Jetzt haben wir dieses Zischgeräusch, herum muss ich also ein Stück laufen. Okay, das ist schon verkraftbar, so. Wo stehst du denn noch da? Nein, Ladehemmungen, das ist nicht cool. Okay, irgendwie muss ich mir hier noch einen besseren Weg überlegen, glaube ich. Oi, was ist es denn? Das hat mich so ein bisschen an, dass die hier so weit schießen können. Oh, jetzt kommen die auch noch mit so einem Ding angeschissen. Komm, stirb da. Komm, ich bin hier nur am Verrecken. Und das ist alles nur wegen diesem behinderten Granatwerfer. Woher? Ach, der schießt schon wieder durch die Wand durch. Ey, komm, das ist doch nicht cool. Stirb mal ein bisschen mehr hier. Oder schneller, nicht mehr. Mehr sterben musst du nicht. Das reicht, wenn du einmal stirbst. Komm, wo soll das hin? So. Es sind wieder so viele Gegner. Ich glaube, das hätten sie ruhig ein bisschen runterstellen können. Aber ich glaube, von hier können sie uns mit dem Mörser nicht mehr treffen oder was auch immer das ist. Ah, komm unter den Baum wieder vor. Stehen bleiben. So glaube ich mir das. Nein, er muss schon wieder nachladen. Ey, komm, er muss so ziemlich oft nachladen. Was schießt die auf einmal so genau? Das ist doch fast gar nicht. So. Ich glaube, langsam sind wir ganz gut dabei. Hat er fertig nachgeladen? Wahrscheinlich wieder nicht. Nee, hat er nicht. Und da unten steht noch einer hinter dem Baum hier. Komm mal hervor. So. Ich kann also doch ein bisschen mitziehen. So. Also bin ich doch noch nicht der ganze komplett Unfähigkeitskrüppel. Ich will mal wissen, woher dieser Mörserhand dann kommt, weil der geht mir richtig auf den Sack. Dafür müsste ich aber gleich sehen, woher der Schuss kommt, oder? Dann weiß ich auch, in welche Richtung ich mich hier verstecken muss. Okay, hier scheint auf jeden Fall nicht zu sein. Denn hier ist alles ziemlich eingeäschert worden. Oder habe ich das eingeäschert? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gott. Ich höre es hier blinken. Oh, Daimonf! Daimonf! Okay, aber gucken wir mal. Wo müssen wir jetzt hin? Darüber. An das Haus ran. Okay. Also einmal hier reingehen, oder wie? Können wir schon reingehen? Ja, wir können sogar schon reingehen. Boah, neue Medis. Gleich mal nehmen. Ist wieder einer drin versteckt hier. Gut, warten wir nicht auf Verstärkung. Verpissen wir uns. Oh, und nenn mich Frank. Ich schulde dir wohl einen Drink. Wenn es hier irgendwo sowas wie eine Bar gibt, finde ich dich. Oh, ein Säufer. Okay, speichern wir gleich mal ab hier, dass wir unseren Säuferfreund nicht verlieren. Ja, ist echt eigenartig mit dem Kerl hier, aber egal. Gleich weiter geht's. Mitfahrgelegenheit, wir müssen wieder zurück zum nach Saula. Das heißt, aber die haben hier unsere Boote, sie sind alle kaputt. Oh, egal. Schauen wir mal, ob wir da hinten noch ein Boot auf dem Wasser sehen, das wir chartern können. Hier war doch noch eins. Aber das ist irgendwie da drüben. Was ist da drüben im Boot? Ja, da ist eins geparkt. Da hinten. Habe ich auf eins geschossen. Ja, da ist ja noch einer von euch, Kollegen hier. Ich dachte, ich hatte euch schon alle erwischt. Ah, also ihr schießt tatsächlich von irgendwo da drüben. Okay. Das gibt mir schon mal einen Anhaltspunkt, wo ich hin Dingsel muss als nächstes. Egal. In den Arsch geschossen. Also genau von dort drüben, also.
mal. Zweimal. So, aber das war nicht der richtige. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, er ist also noch irgendwo weiter da hinten. Schauen, ob wir ihn entdecken können. Und irgendwie muss ich hier, von hier muss man ihn doch echt sehen können. So, von hier mindestens. So. Sehen wir hier irgendwo unseren tollen Granatwerfer, Heini? Nein. Hey, komm ey, das ist doch echt irgendwie total uncool. Er setzt hier ungefähr alles in Brand und zerstört meine ganzen Fahrzeuge. Ah, okay. Und hier ist auch irgendwo diese Pipeline, oder? Ah, die fängt hier an. Das ist so eine Brewery Pipeline oder was? Hier wird Bier gepumpt. Ja, vielleicht, wenn wir dem Ding entlanglaufen, finden wir vielleicht auch ein Boot. Ist hier ein Boot? Habt ihr hier ein Boot? Ne, sieht nicht danach aus, als hättet ihr hier ein Boot. Wie kann ich aber hier schön rüberlaufen? Ist da so ein... Ne, das ist... Da ist ein Boot! Aber das da rechts daneben ist keiner. Nein, das ist nur so ein behindertes Teil. Okay, dann schnappe ich mir das Boot. Aber da sind überall noch diese Leute hier. Okay, aber ich glaube, hier bin ich auch relativ sicher, oder? Ich hoffe es zumindest. Bevor sie hier einen auf Bootrandale machen. Sehr schön, dass ich hier mal hier oben stehen kann. Hier ist doch noch einer rumgelaufen. Hallo. Komm, ich habe dich vom Wasser her gesehen. Du bist hier unten rein gelaufen, wie ein gutes, feiges Schwein. Ich will da rein, so. Ich übe ein bisschen Zielen. Hey, ist nicht. Ach komm, gib mir mal eine. Ich meine Waffe nicht wechseln kann, während er hier. Ach komm, sei ruhig. So. Oh, also mehr als einen Schuss halte ich von dem Ding eh nicht aus. Das ist echt gefährlich. Hallo, du bist auch noch am Schaden. So. Dann, glaube ich, haben wir es jetzt. Ach, ihr habt hier mein schönes Boot auch schon wieder zerstört. Ach komm. Hier sind ein paar Penner. Okay, dann nehme ich mir das Boot da hier. Hoffentlich haben die jetzt nicht wieder einen Granatwerfer hier auf dem anderen Ding am Start. Na, so. Ja, ich wollte eigentlich auch direkt losfahren. Okay. Dann drehen wir hier mal um. Hoffen, dass uns dieser Mörser-Heinz-Dampf nicht um die Ohren schießt. Und fahren hier weiter. Denn das ist das, was man hier so macht, ne? Durch die Gegend fahren und sich freuen. Also ich fahre diesmal so rum um die Insel. Okay. Mich interessiert aber immer noch, woher sie mit ihrem behinderten Mörser geschossen haben. Denn der war total uncool. So, ich muss um diese Insel hier noch rumfahren, oder wie ist das? Jo, um die Insel muss ich noch rumfahren. Dann kann ich wieder hoch nach Saulor fahren. So, oder? Saulor, glaube ich, heißt es ja. Ja. Ich glaube, langsam habe ich den Namen hier von dieser Stadt auch drauf. Nachdem ich ihn ungefähr 50.000 Mal wiederholt habe. Hoi. Da stehen hier einfach ganz dreiste Dinger im Weg. Naja, fahren wir hier lieber weiter. Wir sind sowieso gleich da, hier sehe ich. Komm, mal die Karte wegmachen hier, dann sehe ich vielleicht auch wieder mehr. Dann rammen wir mal unser Holzboot. Vielleicht können wir das so ein bisschen als Schanze benutzen. Oh, nein, ich bleibe einfach bloß instant stehen, okay. Nein, nicht ins Wasser fallen. Lass mich wieder hochsteigen. Gibt es hier eine Leiter aus dem Wasser? Guter Mensch hat etwas Gutes und gibt mir eine Leiter. Dann halt nicht. Ah, hier kann ich auch hochspringen. Perfekt. So, dann sind wir auch wieder hier. Also fast da praktisch.
Nehmen wir uns gleich mal die nächste Mission an. Diese APR-Mission, die war ja richtig einfach eigentlich. Oder? Ja, sie war eigentlich richtig super einfach. Gut, dann fahren wir noch mal kurz da hoch und holen uns noch eine neue Mission. Diesmal UFLL. Nur noch die Jungs, die mir hier meine Medikamente streitig machen wollen. Ich will für euch keine Mission machen, ihr seid scheiße. Dann hätte ich doch lieber Mikes Bar-Mission gemacht hier. Egal. Bin sowieso hier fast da und können wir uns vielleicht hier auch noch mal eine Runde betatschen lassen. Mecker nicht hier rum, ey, Assi. Ach, hier rein ist das Ding. So, welches ist der richtige Eingang? Hier. Wo wieder unser starker Afrikaner davor steht. Jo, lass mich rein. In diese komische Druckerhalle. Mann, die sieht so abgeranzt aus. Das ist eigentlich schon, das könnte schon fast verboten. Oder? Zumindest der Eingang sieht hier... Ach nein. Die APR war dieser abgeranzte Druckerladen. Ach nee, speichern wollte ich eigentlich noch gar nicht. Speichern mache ich, wenn ich das Ding hier habe. So, aber... Denkst du, hier brauche ich? Komm, Medis. Gib mir Medis. So. So, lass uns mal hier hochgehen und... Wie haben Sie das Zeugnis gefunden? Spielt keine Rolle, trinken Sie. Aber so eine Flasche sieht man nicht jeden Tag. Die Situation ist ernst. Wir müssen die Kämpfe unter Kontrolle kriegen. Ich möchte was Geschäftliches mit Ihnen besprechen. Was? Willst du das Geschäftliches mit Ihnen? Ein bisschen Arbeit. Unser kleines Paradies ist in Gefahr. Ein Einheimischer macht uns einen Haufen Ärger. Xedrunia ist Dozent, bringt der APR bei, selbstgebaute Bomben einzusetzen. Gefährliches Wissen. Die APR unterstützt das Schwein. Er nutzt einen Raum drüben im Polytechnikum. Wir haben Unia schon gesagt, er soll gehen. Erklären Sie es ihm nochmal richtig. Bam. Okay, ja. Die UFLL zahlt immer sehr gut. Wieso sollten Sie überhaupt hier neue Bomben benutzen, also selbstgebastelte Bomben, wenn Sie dauernd hier sowieso von einem Schakal beliefert werden? Unia im Polytechnikum. Fertig. Ja. Okay, machen wir. Gut. Töten wir die arme Sau und... Ja, ich richte schon irgendwie Schaden an. Das, sowas habe ich drauf. Schaden anrichten und selber dabei hops gehen. Gut, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Und daher verabschiede ich mich mal. Bis zum nächsten Mal.